Hallo, heute erkläre ich euch einen Olli. Das war jetzt nicht sehr spektakulär, aber das ist halt ein sehr wichtiger Trick für den Skateboard-Bereich. Den braucht man auf jeden Fall für fast alle Tricks. Vorderen Fuß, den stelle ich auch etwas weiter über die Boardhälfte, weiter nach vorne. Und den hinteren Fuß auf die Tail halt. Und beim Olli müsst ihr in die Knie gehen und richtig fest runterpoppen hinten. Auf die Tail. So fest wie es geht. Und einen sehr geringen Moment danach, also fast zur selben Zeit, den vorderen Fuß nach oben ziehen. Schön über das Griptape, weil ihr müsst im Sprung das Skateboard mitnehmen. Und das geht nur, wenn ihr das Griptape versucht. Also ihr versucht natürlich das Skateboard mitzunehmen. Ja, und dann müsst ihr mit dem Körper natürlich abspringen und schön fest den vorderen Fuß ziehen. Ja, und dann geht das Loch aus. Und bei der Landung immer versuchen, möglichst auf den Achsen zu landen, weil dann hat man einen sicheren Stand. Ja, dann kann man den Olli fast überall anwenden. Und was machen Anfänger oft für Fehler? Ja, weiß ich nicht, ey, zum Beispiel viele Anfänger, die springen nicht gleichzeitig und machen das alles so. Ja, Fehler kann man da eigentlich nicht machen, man muss nur halt viel üben. Ja. Irgendwann klappt er halt. Ja, alles gleichzeitig machen soll, so gesehen. Ja, klar. Ja. Und wie kriegt man den Olli höher gezogen? Das ist auch oft eine Frage so. Ja, wie man den hochzieht, ja. Man muss halt volle Kanone, volle Pulle, alles was geht, in die Tail poppen. Schön vor Knie. Ja, und dann versuchen, so hoch zu springen, wie es geht. Und dann geht das auch. Ja, gut, ey. Denk ich ja.